Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Crusader Kings 3 und hier zum Zarenreich von Schweden. Der Krieg gegen die Mongolen geht weiter. Wir hatten sie hier aus Lublin und so weiter vertrieben. Versuchen hier so ein bisschen mal unsere Armeen auszuruhen, damit wir hier dann weiter zuschlagen können. Und gucken mal, wie sich das hier entwickelt. Noch befinden sich ja, also vom Samarkidischen Khanat zumindest, welche hier unten. Und hier wird auch noch belagert. Aber das scheinen andere Kämpfe zu sein, haben mit uns nichts zu tun. Lassen wir erstmal weiterlaufen. Wir gucken erstmal nochmal kurz. Oh, wir verlieren richtig viel Kohle. Durch ausgehobene Armeen und so weiter. Wie sieht denn hier das Verhältnis aus? 29 zu 75. Ja, so ein bisschen was könnten wir wegsparen. Aber wir gucken erstmal an, wie sich das entwickelt. Reich verliert Land, wenn der Vasall stirbt. Was ist hier? Das ist eigentlich nicht gut. Mächtiger Vasall erwartet Ratsposten. Großfürst Dag. Den können wir immer noch nicht entlassen. Titel können geschaffen werden. Kaiserreich von Russland. Warum? Brauchen wir nicht. Ihr könnt die Bande ändern. Verbrecher können eingekerkert werden. Darum kümmern wir uns nach dem Geld. Und wir machen jetzt weiter. So. Großfürst Starkard hat den ganzen Abend nichts gesagt, doch als ich nach einem weiteren Stück guten Käse greife, platzt es aus ihm heraus. Ich kann einfach nicht verstehen, warum ihr meinen Anspruch an Earltum von Inverness an Großfürst Styburn vergeben habt. What? Ja, dann machen wir das, ne? So, wir haben jetzt was besetzt. Nicht Waldemar ist nicht beeinflusst. Wir lassen das mal nochmal weiterlaufen. So, wir könnten hier natürlich fröhlich weitermachen. Dass wir uns hier so durchfressen, ja? So, und dann schauen wir mal, wie viele hier hin können. Hier können zum Beispiel 6200 Mann hin. Ich habe auch Angst, dass die hier irgendwie angegriffen werden könnten. Das müssen wir mal so im Auge behalten. Mist Handy hier, so. Das machen wir. Also. Oder wir gehen hier mal in die Konfrontation. Ich weiß es nicht so genau. Oder wir bleiben zusammen. 6200 Mann. Ich glaube, die bleiben mal hier. Wir warten es mal ab. So, hier wird jetzt belagert 31 Tage. Eine Schlange bei Hofe. Ich begebe mich gerade in meine Gemächer, um ein wenig gesegneten Schlaf zu genießen. Ach, das ist dieser... Ja, sie will ihn hier verführen und so weiter und so weiter. Sehr schön. Wir lassen sie mal kommen, so langsam. Eine Freiheitsfraktion hat sich aufgelöst. Okay, hier wird es 4 Monate dauern. Ein Druckmittel gegen fast das Schwert ist verfallen. Wollen wir hier mal zuschlagen? ...20.000 Mann her.
Wir müssen hier weiter gucken. Guter König. Ja, wir werden ihn mal loben. Warum kriegen wir die hier nicht gegriffen? Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde hier mal zusammenschweißen und hier mal zuschlagen. Oh, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Oh, die Armee wurde vernichtet. Okay. Wie krallen die uns mal? Das war jetzt schade. War nicht gut. Wie schnell sie doch flügge werden. Ablässe. Die Großfürstin wird natürlich hereingebeten. Ablässe. So, sehr gut. Ich frage mich, ob wir jetzt noch die Belagerungswaffen haben. Die haben wir natürlich nicht, ne? Schauen wir mal ganz kurz. Da haben wir nicht aufgepasst. Nee, die gibt es nicht mehr. Wegen. Was ich jetzt machen werde, ist, wie sieht's denn aus? Wir haben jetzt hier 87. Oh, die sammeln hier jetzt wieder Stärke, ne? Moment, Aufgebote nicht. Aber die ganzen... Champions können mal rüber. Auswählen. Nee. Gringe. Das passt. Ich muss hier mal mit den Befehlshabern schauen. Habe ich hier überall Befehlshaber? Alle mal weg. Alle mal raus hier. Gibt es keinen Befehlshaber, hier auch nicht. So ein Belagerer. Wir können 8000 hin. Wir teilen die mal. Kind meiner Dynastie, Orva. Ja, gerne. Möget ihr stark und weise sein.
Wir sind 6 Champs dabei. Ach, Ablässe. Nehmen. Hier war ein guter Sieg, ja. Wir haben gewonnen, ihr Lieben. Forderung erzwingt. Bedenkt bereits einen Vorschlag. Aha. So sei es. Sehr schön. Nee, also wir wollen Bouquet-Phallus weiter fit halten und wir heben mal alle unsere Armeen auf. Lösen sie mal auf. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, Champions einzuberufen. Da schauen wir mal ganz kurz. Radspitz, Erzjäger, Meister, Vasall, Vasall, Champion, ja. Wir fangen mal unten an. So. Der darf nicht. Der soll auch... Oder ist der nur verletzt? Kampfmalus. Also mit 9 kann er noch kämpfen. Der muss sich nur heilen. Also der muss nur noch gesund werden. Sonst 8er. 8er sind schlecht, ne? OP kämpft nicht mehr. 8er alle raus. Der ist halt alt, ne? Nee, eigentlich... Doch, der kann eigentlich kämpfen. So, die 9er sollen kämpfen. Bielerbe nicht. Oberbürgermeister... Neffe Vasall, Vasall, Vasall. Hingehen könnten wir rekrutieren. Zwingen wir den mal. Vasall nicht mehr. Vasall. Ingvar kann kämpfen. Vasall. Sohn und Champion. Der soll gerne kämpfen. Der soll mal... Ja, der soll das mal machen. Unser Sohn. Das kann gerne seine Karriere sein. Renoir bleibt... Mundschenk sollte nicht. Graf Henrik auch nicht mehr. Persönlicher Streiter auch nicht. Was soll? Jetzt sind wir einmal durch. Wir brauchen echt noch Champions, ne? So, jetzt müssen wir mal bei uns... also das sowieso... Gerold entsenden. Dann schauen wir mal bei uns im Kerker rein. So. Hier ist jemand, was schon 2 Jahre da ist. Lehnsherr. Das ist ein Graf. Freilassung verhandeln. Da wollen wir mal Geld von ihm. Sie können wir noch nicht. Sie ist Herzogin Simonis von den Ägäischen Inseln. Aha. Lösegeld fordern. 100. Das machen wir. Transsilvanische Alpen. Aha. Sie ist landlos. Ja, wenn man sich das Lösegeld nicht leisten kann, dann lassen wir sie erstmal nicht raus. Sirvana. Ihr Ehepartner ist Erzeugwart von Prinz Zoltan von Transsilvanien hier, ja.
Lösegeld für 10 Gold lassen wir sie gehen. Agifa Grimsdotter. Warum ist die hier bei uns? Kriegen wir für sie 10, ja. Haste? Der hat Ansprüche hier, Murai und so. Den lassen wir frei. Bei dem machen wir eine Freilassung verhandeln, wenn er seine Ansprüche abschwört. Rekrutieren lässt er sich nicht. Ja, dann nicht Freilassung verhandeln. Er hier wäre ein guter Kämpfer. Gräfin Amala. So. Bekehrung und rekrutieren. Dann haben wir schon mal Dumoschlo. Verlobte können heiraten. Hä? Ja, sollen sie mal heiraten. Fingin ist jetzt Mitglied eures Hofes. Der ist ein Neuner. Nee, ein Zehner ist er sogar. Aber. Ah, der ist ja schon bei uns, so. Lösegeld akzeptiert. Gast an euren Hofe geholt. Der kämpft ja schon bei uns. So, dann. Söldner. Nee, ich hatte ja hier noch jemanden. Der hat ja jetzt überlegt und sich selber schon mal freigekauft. Lösegeld fordern. Leb wohl, Faste. Wir müssen uns um wichtigere Dinge gerade kümmern. Oh, sie ist eine Rivalin von mir jetzt. Aha. Wir verlegen die alle mal in den Hausarrest. Dumoschlo. Dumoschlo ist jetzt bei uns. So. Oh, bisschen Fummelei hier, Leute, gerade. Aber ich will das hier mal so genau herausfinden. Der müsste ja hier irgendwo jetzt sein. Dumoschlo wird gezwungen. Ja. Dann machen wir mal weiter. Höflinge, Gefangene. Christina haben wir schon einen Vorschlag geschickt. Sie hier Lösegeld fordern. Er kann sich das nicht leisten. Okay. Was ist mit diesem jungen Mann? Was ist mit Prokop? Da überlegt sie noch. Da müssen wir warten. Elek Dosha. Für 100 Gold. Hat sie 100? Sie hat 100 Gold anscheinend, ne? Ja. Kann sie gehen? Den lassen wir nicht gehen. Der wird rekrutiert. Muss sich bekehren lassen. Prokop. Lösegeld fordern, 50 Gold, jawohl, machen wir. Und der wird auch rekrutiert. Bekehren lassen tut er sich nicht. Trotzdem kann er bei uns kämpfen. Und die Gräfin lassen wir auch mal raus. Lösegeld fordern, machen wir jetzt auch. Hier warten wir dann mal ab.
Dann haben wir ja schon mal so ein paar Leute. Und die Kasse erholt sich wieder ein bisschen. Champion ist eingetroffen. Gleich rekrutieren. Oha. Jagdveranstaltung. Wie geht es uns denn? Unsere Gesundheit ist in Ordnung. Wir werden mal das Horn erklingen. So. Es erbitten. Wir reiten. Ach so, das war noch nicht so. Als wir dem Tier bei seiner Flucht durch eine Schlucht kommen, verliert das Pferd von Baron Freyden Halt. Worauf, wenn er mit einem Schrei zu Boden fällt? Das machen wir nicht, weil wir ungeduldig sind. Wir bleiben dran. Ich weiß, dass der Schuss tödlich ist, bevor das Fall sein Ziel gefunden hat. Als das Tier zu Boden geht, gehen seine Todesschreie unter in unserem Siegesgebrüll. Wir haben es geschafft. Olena soll natürlich spielen. Und wir kehren gestärkt nach Hause. So, ich will mal jetzt noch mal ein bisschen die Familienangelegenheiten hier regeln. Wir haben niedrige Haltbarkeit hier. Reparieren wir dann mal so. Mächtiger Vasall erwartet weiterhin Ratsposten. Die sind alle noch mächtig. Mit dem stehen wir aber auch gut. Ich will noch mal ganz kurz gucken, wie das denn ausschaut. Bei den Charakteren. Also direkte Vasallen, sehr wichtig. Direkte Vasallen, militärische Stärke. Sieht alles stabil aus. König Viesislav ist noch ein Kind. Was für Styborn. Eigentlich alles gut, ne? Hier, der mag uns nicht so. Absolute Lehnsautorität. Vielleicht können wir ja... Haben wir Fraktionen? Haben wir. Großfürst von Neustrien. Ich will ihn mal ein bisschen... Also bekehren lassen tut er sich nicht, aber ich könnte ihn doch zum Beispiel ein Geschenk schicken. Und dann... beeinflussen. Das ist unser nächstes Ziel. Ansonsten schauen wir uns mal kurz die Familie an. Er gilt als sündig, ja? Weil er auch ein Mörder ist und eine Hexe. Eieiei, was für einen Nachfolger wir haben werden. Naja. Was machen die Enkel? Da müssen wir ein Auge drauf haben, auf die Enkelkinder. Zumindest auf die direkten Nachfahren. So. Er hier ist verheiratet, Sohn und Freund von euch. Ist kein guter Kämpfer. Kostet aber auch, ne? Ja. Ja, um die Familie kümmern wir uns noch. Schauen wir nochmal durch, ihr Lieben. Aber erst ab der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's bis dann gut. Ciao, ciao.
euer Fadi.